Ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich wusste nicht, was der Glaube wirklich bedeutet. Ich habe die Firmung gemacht, aber wegen der Geschenke war nie irgendeine Berufsidee Möglichkeit. Ich habe Medizin damals studiert. Vor dem Physikum schon habe ich dann eine junge Frau kennengelernt und habe mich verliebt und wusste erstmal nicht, was das zu bedeuten hat. Heute ist noch das Treffen im Kardinal. Heute ist das letzte Gespräch, wo es wirklich noch um Gutachten geht, um noch mal ganz am Schluss zu gucken, wird es jetzt wirklich zur Weihe kommen. Ich bin der Sebastian, ich bin 31 Jahre alt und Diakon auf dem Weg zum Priester. Ich möchte Priester werden und habe heute das letzte Gespräch mit meinem Erzbischof, dem Kardinal Marx. Gleich geht's hier rein in sein Palais. Also es ist noch nicht entschieden. Er muss am Schluss sagen, ich will diesen jungen Mann weihen. Grüß Gott, hier ist der Sebastian König zum Gespräch mit dem Erzbischof. Ja, grüß Gott, kommen Sie gerne rein. Leicht aufgeregt, aber schön aufgeregt. Also vom Predigen freue ich mich eigentlich immer. Das ist immer so ein Prozess, weil ich habe schon am Sonntag letzte Woche angefangen und dann geht es so schrittweise. Also erstmal beschäftigt man sich mit den Texten und dann kommt das erste Schreiben, dann kommt die erste Idee und dann entscheidet man sich. Und jetzt habe ich sie gestern eigentlich schon fertig gehabt, bin sie gerade vorher zu Hause nochmal durchgegangen. Christ, erbarme dich, ich muss mich immer wieder daran erinnern, und das entspannt mich auch, dass ich selber nicht in der Kirche so wirklich groß geworden bin, ab der Firmung weg war und erst damit 16, 17, 18 den Weg reingefunden habe. Ich habe die Firmung gemacht, aber wegen der Geschenke. Ich wusste nicht, wer Jesus ist. Ich wusste nicht, was der Glaube wirklich bedeutet. Und wenn ich so denke, was aus mir geworden ist, dann will ich auch so auf die Menschen schauen, auch auf die, die sich nicht interessieren, auf all die, die wegbleiben, all die, die nicht kommen. Kurz davor bin ich immer sogar am meisten nervös, aber im Moment, wo ich dann da stehe, werde ich meistens sehr ruhig. Wann und in welcher Situation waren Sie das letzte Mal eifersüchtig? Vielleicht hilft es Ihnen kurz, die Augen zu schließen, sich daran zu erinnern, dieses Gefühl im Bauch, im Inneren. Jeder erlebt es sicher noch mal ganz individuell. Wahrscheinlich stockt der Atem, die Gedanken rasen. Es geschieht einfach mit einem. Wir brauchen aber keine Angst zu haben jetzt in der Fastenzeit, dass Jesus uns was wegnimmt, wenn wir uns diesen vielleicht auch unangenehmen Themen stellen. Ich kann es nicht einsehen, ich habe kein direktes Feedback von den Leuten, aber ich habe gemerkt, dass die Stimmung, also war sehr dicht, das war große Konzentration und hat mir große Freude gemacht. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dass ich mal Priester werde, habe ich mir vor 19 nie vorstellen können. War nie irgendeine Berufsidee, Möglichkeit. Von dem her kann ich nicht sagen, dass es mein Traumberuf wäre oder so. Aber was unglaublich ist, dass ich dem Inneren dieser Sehnsucht, ja, der Berufung jetzt nachgehe. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Sich heutzutage für die Berufung zum Priester zu entscheiden, auch konkret hier in Deutschland, in der Diözese in München, ist schwer, viel Unsicherheit. Was Missbrauchsskandal betrifft, große Anfrage, große Last, viel natürlich berechtigterweise auch Ärger der Leute. Wir sitzen tatsächlich genau an dem Ort, auch wo ich mich das erste Mal für die Priesterberufung geöffnet habe. Es war der 12. Mai 2012. Da war hier offene Kirche und Gottesdienst. Und dann gab es zwei sogenannte Glaubenszeugnisse. Also zwei Leute haben aus ihrem Leben erzählt, wie sie Gott begegnet sind, wie sie ihre Berufung gefunden haben. Und einer davon war auch ein Priester. Und mich hat dann ein Freund, der neben mir saß, angestoßen und hat gesagt, hör doch gut zu. Im Nachhinein sagte er, dass das zum Spaß war, aber irgendwie war ich erschrocken und habe zugehört. Und in dem Zuhören, das kann ich gar nicht gut beschreiben, was da alles passiert ist, aber da ist es in mir aufgegangen. Ich habe mich getraut, das überhaupt zu denken und mir vorzustellen, wie wäre es denn? Und in dem Moment ist es wie explodiert in mir. Das ist also voller Licht und voller
Ja, also schön, voller Freude, voller auch Aufregung und also eine Mischung aus ganz, ganz vielen sehr, sehr schönen Gefühlen. Das war aber noch 2 Jahre, bevor ich dann tatsächlich eingetreten bin. Aber das hat mich nie losgelassen. Ich habe Medizin damals studiert, bin es aber nicht losgeworden. Also jedes Mal, wenn dann Ferien waren oder wenn ich mal wieder mehr Zeit hatte, auch für die Stille und das innere Raum bekommen hat, dann war das plötzlich wieder da und hat mich einfach ganz, ganz stark gezogen. Habe ich dann eine junge Frau kennengelernt und habe mich verliebt und wusste erstmal nicht, was das zu bedeuten hat. Ich war ja eigentlich schon entschieden, ich wollte ins Priesterseminar und war offen mit ihr, habe ihr das erzählt, habe eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht, wenn dann eine Freundschaft daraus entsteht, aber nicht jetzt eine Beziehung oder etwas Tieferes. Und interessanterweise hat sie sich darauf eingelassen oder hat einfach nur gesagt, für den Moment nehme ich das als Geschenk an und was dann kommen wird, da vertraue ich Gott. Und wenn es ist, dann wirst du einen anderen Weg gehen müssen. Und so waren wir dann 1,5 Jahre eigentlich zusammen. Und in der Beziehung selber, es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Ich würde sagen, sie hat mir im guten Sinne einen Tritt in den Hintern gegeben. Also einfach gesagt, du, seit ich dich kenne, hast du die Frage. Und sie lässt dich nicht los. Und ich glaube, du wirst keinen Frieden finden, wenn du dem nicht nachgehst. Und das habe ich schon gebraucht. Also es hat mir wahnsinnig geholfen, auch noch mal klar im Kopf zu werden und zu sagen, es stimmt, ich kann es drehen und wenden, wie ich will, aber ich muss es wagen, ich muss gehen. Das Diskutieren mit anderen in der Uni hält sehr lebendig, sehr wach. Ich musste Sprache finden für das, was ich glaube, Sprache finden für das, was ich nicht verstehe. Das merke ich bis jetzt. Also in Gesprächen mit Menschen, die nicht glauben, in Gesprächen mit Menschen beim Trauergespräch, in Glaubenskreisen. Das sind ganz viele Dinge, die da aus dem Studium automatisch jetzt noch in meinem Alltag präsent sind. Die Verbindung, die konkrete, auch von Theologie und Glaubensleben, ist doch oft getrennt. Uni und Kapelle, sage ich mal, Uni und Priesterseminar, Uni und Pfarrgemeinde. Und diese Verbindung, die muss man selber finden, die muss man sich erarbeiten, auch in Begleitung mit anderen. Eine Sache, die im Studium gefehlt hat. Und ganz klar sind es Dinge von Verwaltungsfragen, finanziellen Fragen, Management oder wie leite ich ein Team, ein Pfarrteam. Also wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Krankenkommunion. Krankenkommunion heißt, dass die Leute, die nicht in die Kirche kommen können, in den Gottesdienst und dort die Kommunion empfangen, dass wir die zu denen bringen, nach Hause. Das werden wir gleich machen, in einem kleinen Gottesdienst. Und ich habe hier eben die Kommunion dabei, die gewandelte Hostie. Grüß Gottle! Grüß Gottle! Na? Wie geht's? Ja, mir geht's gut. Na, ist recht. Wie ist bei dir? Bin auch zufrieden. Ich habe das große Glück, dass ich eigentlich mit allen Menschen, auch jeder Altersklasse, grundsätzlich gut zurechtkomme, gerne mit Menschen in Beziehung bin, in Kontakt bin. Und das ist eine große Freude. Auch die Vielfalt, also ob am Sonntag im Altersheim die Krankenkommunion, dann eine Taufe mit einem kleinen Baby und meistens anderen kleinen Kindern drumherum, einer jungen Familie. Ich erlebe das eigentlich als Riesenreichtum. Klare Sicht voraus. So einigermaßen. So einigermaßen, gell? So, bist du bereit, das Evangelium zu lesen? Oder soll es ich wieder lesen? Was musst du sagen? No, ich kann schon lesen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Ich darf dich bitten, das Evangelium des heutigen Tages zu schenken, zu lesen. Die Vertreibung der Händler aus dem Tempel. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die zum Hochzeitsmahl des Lammes geladen sind. Der Leib Christi. Amen. Also von Leuten, die schon das Leben, das größte Teil des Lebens hinter sich haben, lerne ich wahnsinnig viel. Das berührt mich auch. Und auch bei Beerdigungen, also ich
denke ich selber über meinen Tod nach. Also das geht in die Richtung. Und wenn es dann Taufen oder Junge sind, da sprudelt das neue Leben und man freut sich mit. Also da ist, sage ich mal, die ganze Palette an Gefühlen und Situationen einfach da. Für dich. Du hast immer Zeit für mich, gell? So weit's geht. Ja. Und vor allem gerne. Gell? Jawohl. Vierti. Vierti. Also ich hatte zwei Doppelstunden. Ich hatte die dritte Klasse und die vierte Klasse bei den Rallye. Und eins lief ganz gut, das andere lief so lala. Also unterrichten selber macht mir Spaß. Also ich mag die Beziehung zu den Schülern, ich mag die Situation im Klassenzimmer, das alles. Ich komme gern her. Aber die Vorbereitung und das Pädagogische und Didaktische und so ist nicht so meins. Ja, jetzt geht's nach München. Wir sind ja hier in Heimhausen, also ein bisschen außerhalb. Und heute ist noch das Treffen im Kardinal. Heute ist das letzte Gespräch, wo es wirklich noch um Gutachten geht, um noch mal ganz am Schluss zu gucken, wird es jetzt wirklich zur Weihe kommen. Ich freue mich, auf ihn zu sehen. So oft sehe ich einen Kardinal alleine auch nicht. Also das ist schön. Und was genau daraus wird, weiß ich nicht, weil das ist jedes Mal eine Überraschung. Also ich hänge noch ein bisschen beim Unterricht, das ist so zur Hälfte da. Und so ansonsten, ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen. Jetzt rolle ich so wirklich mit dem Auto so nach München rein. Also offiziell heißt es Scrutinium. Das ist der lateinische Begriff. Es ist, auf Deutsch kann man sagen, das Gespräch der Weihezulassung. Kann ich mich nicht vorbereiten, weil es eben nicht nach Schema F abläuft, sondern total davon abhängt, genau, was der Kardinal fragen möchte, was ihm noch mal wichtig ist zu sagen. Von dem her ist das für mich eine völlige Überraschung. Also ich sag mal, so die ganzen Konflikte, die gerade so da sind, das wäre mir unangenehm, weil es eigentlich Themen sind, wo man sich auch wirklich drum streiten kann. Und weiß nicht, ob das heute so gut wäre, wenn wir über sowas sprechen. Das Schönste, was mir passieren kann, ist, dass er mich ermutigt. Weil in der heutigen Zeit gibt es genug Herausforderungen und Priester werden ist eben ja nicht leicht und sehr angefragt und eben noch innerkirchlich und die ganzen strukturellen Sachen sind einfach sehr ungewiss und da brauchen wir Jungen eigentlich Ermutigung und Stärkung. Also es ist noch nicht entschieden. Er muss am Schluss sagen, ich will diesen jungen Mann weihen. Grüß Gott, hier ist der Sebastian König zum Gespräch mit dem Erzbischof. Ja, grüß Gott, kommen Sie gerne rein. Da. Die Kameras dürfen leider nicht reinkommen. Genau. Dankeschön. Ja, danke. Ich sitze draußen, warte auf ihn, öffne die Tür. Er grüßt mich freundlich. Ich merke gleich, er freut sich, dass ich da bin. Und dann geht das Gespräch sofort los mit einer Frage, mit der ich nicht ganz direkt gerechnet habe, die aber schön ist. Sebastian, wie ist es denn jetzt seit der Diakonweihe gelaufen? Was hat sich entwickelt? Ich erzähle von den Taufen, von der Hochzeit, vom Predigen, von dem, was passiert ist. Und gleichzeitig kriege ich wieder was zu hören, was ich selber schon weiß, aber was gar nicht leicht umzusetzen ist. Mich nicht zu verlieren in einer Sache oder in einer Sache zu sehr, sondern strukturiert zu bleiben, die Dinge abzuarbeiten. Spannend ist es dann für mich beim Thema, wie ist man denn guter Priester, wie wird man denn guter Priester? Der Erzbischof hat alle Paletten von Priestern, die zu wenig tun, von Priestern, die zu viel tun. Von Priestern, die unglücklich oder vielleicht sogar ja, komisch werden im Alter. Und wie wichtig das ist, in Gemeinschaft zu leben. Das Gespräch kommt zum Ende. Er hat mir wirklich wertvolle Dinge mitgegeben. Und er wünscht mir viel Kraft für
für die Zeit, die jetzt eh schnell vorbeigehen wird bis zur Priesterweihe. Und dann legt er mir die Hände auf und segnet mich. Sebastian, wie war's? Gut, schön, es war ein gutes Gespräch. Sehr persönlich, einwandfrei. Also es waren wirklich viele Themen, wo ich sage, die nehme ich mit. Das ist gut, das wird mich beschäftigen und das wird mich dann im Alltag auch einholen, wenn es dann losgeht als Priester. Wenn ihr wissen wollt, wie das Theologiestudium so läuft, schaut einfach mal hier. Und mehr Videos zum Thema Religion findet ihr hier.